Na, bist du aufgeregt? Ja, ein bisschen, aber es geht. Ich wünsche viel Glück. Danke. Das ist Valeska, eure neue Mitschülerin. Sie nimmt ab jetzt im Unterricht eurer Klasse teil. Möchtest du auch noch was sagen? Ja, ich bin Valeska, ich bin Polin und wohne jetzt hier in Deutschland. Wie die aussehen. Oh, das ist richtig schlimm. Diese dummen Polen, die sind schlimmer als die Raben. Das sagt mein Vater auch immer. Meine Kopfhörer sind verschwunden. Weiß jemand, wo die sind? Das kannst du doch gar nicht wissen, Lisa. Genau, das ist nicht cool. Ich will meinen Kopfhörer zurückhaben. Ja, hast du recht. Ja, und die letztens rumgelaufen. Hey, Valeska. Hast du Bock, nach der Schule mit uns nach Hause zu kommen? Oh, klar, ja. Ja, komm, dann lass gehen. Darauf, was die anderen sagen. Sie sind nur neidisch. Danke, ihr habt meinen Tag gerettet. Hey. Hey. Na, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Das ist schön. Heute wurde ein Handy geklaut und alle denken, du warst es. Aber lass dich nicht davon einschüchtern. Das ist doch nur dummes Gerede. Wisst ihr was? Ihr seid echt tolle Freunde. Das stimmt, die Pole. Das glaube ich auch. Seitdem sie da ist, verschwindet man mal und Dinger. Ja, die ist so komisch. Ich bin ja auch. Oh mein Gott! Hau einfach ab, ohne dich war alles besser. Gib es zu, du warst es. Gib uns die Sachen zurück. Wenn du Sachen brauchst, dann kauf sie dir gefälligst selbst. Geh doch in das Loch zurück, wo du herkommst. Warum bist du eigentlich hierher gekommen, wenn du sowieso nur klaust? Ich habe wirklich nichts gemacht. Warum sollte ich etwas klauen, wenn ich es mir selbst leisten kann? Ey, das kann ich auch sagen. Was ist denn hier jetzt schon wieder los? Alle auf eure Plätze. Weißt du, wem die Jacke gehört, Valeska? Ja, ich glaube, sie gehört Chris. Kannst du sie ihm mitbringen? Ja, kann ich, klar. Da ist die Scheißdiebin. Ihr sollt los dahin zurück, wo sie herkommt. Ja, los, verschwinde. Kauf dir nicht vernünftige Klamotten. Ja.
Es scheint, dass sie eine Verletzung hat. Ich muss mit Ihnen sprechen.